So. Haben wir irgendwo noch unangezapfte Wolle-Reserven? Nee. Okay. Dann würde ich kurz mal trocknen gehen, ja? Ja, ja, gerne. Gerne, machen Sie. Oh, ey. Ja. Sehr. Das war hier. Genau. Brauchen wir noch Wasserquellen? Da. Ja, auch noch. Die Frage ist, ob wir das nicht alles eben schnell dann sourcen, dann schnell überall Rasquellenblöcke draus machen. Hm. Also mein Vorschlag wäre, dass wir so eine Rampe einbauen müssen. Da du kannst erstmal das Ding hier rausreißen. Machen wir jetzt einmal. Im Idealfall. Ja, also zum Handfahren müssen wir nicht zurück, glaube ich. Machen wir ein paar mehr Falltüren, dass wir die haben. Ja. Muss besser als das hier. Ich hab was, guck mal. Oh. Oh. Oh, 6 Stück. Na, Wahnsinn. Der erste. Aus finnischer Handarbeit. So. Und die Frage ist, wie rampen wir das jetzt am besten? Hm. Also, was halt mein Vorschlag wäre, ist, dass wir. Gar nicht. Wir könnten. Ach so, ja. Ja. Aber, und die Gewährleistung, dass sie ertrinken, machst du dann wo? Hier vorne kommt da unser Trinkhammer rein. Wie willst du das machen? Also wir machen es gleich wie vorher. Nur da mache ich halt wieder den vollen Source-Block, dass sie quasi hier nur reinschieben. Und dass ich sag, okay. Hier alles mit Quellen will wieder. Okay, okay. Reinschieben möchte ich sie nur lassen, damit sie sich mit dem Entity-Cramming selber hochschieben. Das ist das Problem, dass sie alle da unten rechts drin hängen. Ja, ja. Und wenn ich in der Trinkhammer was wir haben, die können. Haben wir noch, sehr schön. Haben wir noch. Sehr schön, sehr schön. Hat es gerade einen Strom nach unten? Ja. Dann machen wir alles vielleicht zu vollen Quellen. Wo war ich jetzt? Ja, oder so. Das ist natürlich auch eine Option. Ist gut, dass ich es mit habe, ne? Ist gut, ja. Ja, da oben muss noch einer drauf. Sonst wird das nichts. Ich weiß gar nicht, ob das so klappt, weil ich hätte nämlich gerne den Sprung von hinten. Also, weiß gar nicht, ob wir so viel Quellen haben wollen. Ja, gut. Da wollen wir keine haben. So, jetzt haben wir das Problem, dass wir da zusammenfließen, genau. Aber jetzt fließen sie trotzdem zusammen. Ja, warte mal. Warte. Ja, okay, ich lasse die kochen da. Das ist. Was ist das so? Ja, aber dann wirst du es nicht hinkriegen. Dann kannst du es nur so machen. So. Und auf dem Weg hoch wären die nicht zu Zombies. Nee. Dann bauen wir das Ding hier gleich um. Warte kurz. Ich kann kosten. Eklig. Hier geht was. Okay, weil dann machen wir das hier unten alles volle Quellenblöcke. Okay. Und dann kommen die hier quasi in so ein kleines Ertrinkbecken rein. Dann haben wir einen Wasserstrom, der die hier zusammenkehrt ein bisschen. Und dann haben wir dann noch 3 Blöcke und dann müssen wir die hoffentlich per Entity Cramming hochschieben. Weil alternativ noch 2 Blöcke draus. Ja. So. Ja. Kommen die da jetzt? Da kommen die jetzt aber nicht mehr durch. Ah ja, mach das. So, jetzt können sie rein. Jetzt auf der anderen Seite gucken kommen. Die soll ich mal aufmachen? Warte. Irgendwo sammelt er wieder die Items im Lager, weil ich habe vorhin stackweise die Falltüren reingeballert und sie sind nicht in den jeweiligen Truhen. Ich guck nach.
kann jetzt nur. Nö, nee, ist schon in Ordnung. Ja, das kann ich alleine machen, Fabi. Das okay. Passt. Dann kümmere ich mich hier drum, dann kannst du was anderes machen. Ja, was anderes. Hier wieder ins Lager. Ja, ich meine, das hast du noch gar nicht gemacht in den letzten paar Folgen, deswegen. Nee, nee, das ist jetzt irgendwie jede Session mit dabei. Oh. Naja, dafür haben wir es ja auch umgebaut, ne? Also von daher. Die wiederkehrende Gastrolle. Ja. So. Das gibt's doch nicht. Doch, bei Roller. Okay. Die Tore zum Europapark sind auf. Toll. Jetzt, wo ich oben bin. Ja, also die schieben sich gut rein. Aber jetzt haben wir einen extremen Überstau. Jetzt müssen wir kurz mal den Überfluss abfließen lassen. Dann gucken wir mal, ob das gleich klappt. Oder ob die sich zu schnell lassen, Alter. Ja. Schön. Das ist wirklich Terminologie. Das geht gar nicht. Also das ist besorgniserregend. Ich komme auf die Watchlist. Was für Falltüren waren das, Blaser? Fichte. Gucken wir erstmal bei unserem üblichen Verdächtigen, aber das dürfte echt nicht sein. Also. Und es ist aber so. Denkst du, ich denke mir das aus, oder? Das ist richtig. Also. Okay, so. Überfluss ist weg. Ja. Jetzt spawnt da gerade nichts Neues. Was machen die hauptberuflich gerade, die Säcke? Da ist einer. Wunderbar. Ja, das muss ich jetzt mal wieder runterstellen, süß. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Okay, also, sie sehen mich nicht und dann bleiben sie stehen. Mhm. Jetzt müssen wir gucken, ob der Tank reicht, damit die zu Schwombis werden, bevor sie sich per Gruppenzwang da hochbeamen. Ja. Also, wenn er mich sieht, rennt er mir natürlich hinterher, deswegen kommen da jetzt zwei hoch, aber weil ich gerade reingelatscht bin, ich voll Idiot. Aber jetzt gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Warte. Also, ich verstehe es nicht. Ah, es ist einer hoch, der noch kein Schwombi ist. Wie lange brauchen die nochmal zum Saufen? Weiß ich nicht. Ein bisschen länger halt. Ja, schon leider. Und noch einer, scheiße. Aber das ist ein kleines Kind eh. Ja, der ertrinkt auch. Dann macht Poseidon keinen Unterschied. Hm. Inklusiv. Mit der Definition. Man muss ja mit der Zeit gehen, ne? So. Ja, ich glaube, das wird eng. Also es funktioniert schon mal mit dem Hochschieben, ja. Aber wir haben nicht die perfekte Länge. Also ich muss die Ertrinkkammer ein bisschen kürzer bauen. Länger, so. Ja, entweder baust du die länger oder du baust echten. Ja gut, normalerweise baut man die mit einem Mechanismus. Aber... Ah, hallo, so Hightech sind wir nicht. Ja, die schieben sich hoch, die weg. Wiggler, genau. Ja. Und so mal die Kurve gekriegt hat. Aber sowas von. So. Aber ich wollte ja nicht das nachgucken. Ich wollte ja gucken, ob das... Jo, macht was. Ja. Erster Drought müsste jetzt hochkommen. Es bringt mir jetzt halt nicht viel. Erste Wurstfresser. Aber hier leuchtet noch alles, ne? Das gibt's ja nicht. So, ich hole da jetzt mal ein bisschen was rein.
Vielleicht geht sich das dann aus, dass ich mir das angucke. Hotelio. Achso, ah. Ey, Junge. Danke. Ich hätte mal einfach. Nee. Ich hätte nicht einfach die Treppe nehmen können. Doch, hätte ich. Er sauf! Er ist sauf. Boah. Ja, er sendet die Schlampe schon jedes Mal wieder. Also, ich verstehe. Wo sind Bunky? Ich verstehe das Problem nicht, ehrlich gesagt. Okay. Dann müssen wir das halt nochmal manuell so leerlaufen lassen. Warum auch immer. Das hier so ein Problem ist. Also ein paar Drowns kommen jetzt hoch, ja. Cool. Weil hier sind auch Blazars berühmte Farmtüren jetzt. So. Weil ihr kriegt da immer noch Signale. Das passt ja. Ja, dann lassen wir es halt mal laufen. Dann müssen wir gucken, was da rauskommt. So. CMP. Ich beobachte gerade, ich schaue den Saftpressern beim Ersaugen zu. Schöne braviale Mühle, Blazar. So hässlich. Nö. Das habe ich nicht gesagt. Du sagtest brachial. Ja, weil sie ist auch brachial. Ja, das ist Saurus. Aber das ist ja zwangsläufig nichts Schlimmes. Und klar, das ist jetzt noch kein Light. Von hier aus sieht man sie gar nicht. Weißt du, was das Problem ist? Man, ja? Auf das Ei scheißen die drauf. Ja, das ist dann blöd. Dann weiß ich es nämlich auch nicht, sie am Punkt. Aber die schieben sich trotzdem rein, weil sie halt von oben nachgefüllt werden im Silo. Na gut. Dann ist okay. Durch Gruppenzwang bohren die sich hier gerade nach Timbuktu. Ein bisschen was war hier oben jetzt, aber. Sonst müssen wir da nochmal irgendwann einen Großangriff starten, richtiges. Also, sich richtig mal was angucken. Die Drowns starten gerade einen Großangriff auf mein Gehirn. Die machen gerade Plants vs. Zombies mit mir. Das hier ist gefährlich, ne? Wo kommt der her? Ja, das frage ich mich auch. Wer hat ihn hier rausgelassen? Ah. Oh, ich weiß, wer scheiße war ich. Ich habe hier oben, ich habe hier ein bisschen umgeleitet. Okay. Und da kommen kleine Zombies raus, kleine Säcke. Ja, ab und zu schiebt es echt mal einen nach oben, ja. Also schiebt es halt einen nach oben, wenn es nachkommt. Wenn du guckst, die schieben sich halt raus, auf lange Sicht. Ja. Wenn du jetzt hinguckst. Das ist natürlich noch nicht optimal, sagen wir es mal so. Ja. Eindeutig, brauchen wir gar nicht drüber reden, so. Ganz klar. Gut, aber ich glaube, da werden wir uns mal was Richtiges raussuchen. Das ist dann. Wow, wow, Leute, wow. Genau, das ist das. Wenn einer nachkommt, schiebt er alle hoch. Und da habe ich dann ein paar Drowns mit. Ja, gut. Wir überlegen uns da was. Ich hatte schon mal sowas gebaut.
Das kriegen wir schon hin. Das ist ja jetzt nicht umsonst gewesen. Und Blatze hat uns eine wundervolle Mühe hingezaubert. Immerhin. Mühe nehmen. Okay, naja, schauen wir mal, ne? Ja. Ich weiß generell nicht. Ich meine, selbst wenn ich die Kupferfarm voll effizient baue, wo bin ich dran, Sphäraden bin ich da? Ja, was kriegt daraus so viel Runde im Kupfer? Ja, gut. Es ist halt eine AFK-Geschichte, ne? Das nicht ist, viel, gell? Ja, du bist wahrscheinlich besser dran, wenn du mit einem Schwert mit Plünderung des Perlen machst. Aber das ist ja auch mehr nur so als passives Ding, weil XP-technisch braucht man sie nicht mehr. So, und da aber da zwei Zombie-Spawner nebeneinander sind, bietet sich das halt an. Nee, ist eindeutig. Also wenn wir uns unfällig die Effizienz da per se hochbekommen. Wir werden nicht weiter rum sie schlampen, wie ich das da dann mache. Also auch hier sterben sie schön und glücklich. Ich glaube, wir müssen das mal oben zumachen oder mal richtig umbauen. Naja. Aber wie gesagt, das schauen wir uns dann einfach vorher mal an. Wie man das machen kann. Spinne! Fünf Stück, geil. Ja, nicht mal geizig. Aber wir haben halt, wenn du guckst, original noch nicht ein Kupfer hier oben, also. Also, ich hab ja schon eins. Ja, ja, aber ich meine, also von dem hier sterben regelmäßig Schwombies, aber brauchst nicht meinen. Schwampis. Was? Schwampis? Schwampis. Schwampis? Schwampis? Nee. Schwampis. Es kann nicht alles geschwampied werden. Och, siehst du, wie es klappt, oder? Ich schwampied dir alles. Ich schwampied dir gleich richtig ein, wenn du dich auffasst. Wow, das wow. Klingt richtig widerlich. Nee, das kann in zwei Richtungen gehen. Das geht gar nicht. Das ist so eine Minaifi-Style-Beleidigung oder eben, es ist was Blaser-Level ekliges. Ja, eben, genau, ja. Eins von beiden. Bevor ich jetzt hier meine Raketen verballer, Siampi, deine, wo schließt hier dein Todestunnel, muss ich mir jetzt mal angucken. Führe mich durch deine U-Bahn. Kann man kurz schauen, wo ich hier drüben überhaupt rauskommen würde. Denn hier Grab. Hier. Und da kann ich ja wieder einen Berg rein. Achso, ja. War der schon Müll? Blau, ja, ja, genau, blau. Ey, natürlich blau. Was denkst du hier? Ja, wo geht's denn da lang? Wie meinst du? Geradeaus und da wieder einen Berg rein. Und 90 Metern vor uns kommt dann die nächste Haltestelle unterm Stadtbruch. Geradeaus, also da, bin da ich ist ja gar nichts. Genau, da ist noch gar nichts. Achso, du, so weit bist du einfach noch nicht. Ich möchte es nicht abschätzen, sondern ich mache ja richtig. Ausmessen, ja. Mit Messfehlern. Paar Messfischen. Paar Messfehlern, was denkst du, wer ich bin? Ja, naja, deswegen sage ich es ja. Und dann, ja, so, dann ist berufsstandswürdig. Ich mache ja nicht ein paar Messfehler, ich komme einfach 50 Blöcke neben aus mit beiden Tunnelenden. Ja, das geht sich schon aus. Das geht so aus. Wird jetzt halt um 2 Milliarden teurer, der Tunnel, ist ja wurscht. Ja, also irgendwer muss ja auch mein... Schon gegeben hätte, ne? Ja, genau. Also irgendwer muss ja auch meinen Zweitwagen bezahlen hier, ich meine, wo kommen wir denn sonst hin? Ja. Mein Zweit-Armor-Set. Ich brauche mal Türen. Aber du kannst nämlich Holz. Wo bist du jetzt und was machst du jetzt? Ich bastle weiter, bis ich einen weiteren Auftrag krieg. Wo bastelst du weiter? Ja, im Unterwassertunnel mache ich jetzt gerade. Achso. Also schon mal den Glasteil. InDesign müssen wir uns ja nur überlegen, aber dann kann ich das mal temporär mit Cobblestone machen. Alles, was solide werden soll. Aber wie machst du die jetzt? Was wird das für eine U-Bahn?
Das wird eine Delfinröhre. Okay. Also ein Hyperloop praktisch. Hyperloop, du Scheiße, ja. Von mir aus. Naja, von der Geschwindigkeit her. Ja, das fetzt, also das sind wir in 2 Minuten da, ne? Weniger. Da bist du in einer Sekunde da drin, da trittst du rein, dann bist du schon da. Bei den Distanzen, wie es dir geht. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also irgendwie... Ich bin gleich mit der Mühle fertig. Ja. Also es geht ja gar nicht mehr. Wie kriegst du denn noch Luft unter Wasser? Scheiße, also, ne? Wenn du was anderes hast, ich bin sofort bei einem anderen Projekt. Nee, ach so, ich hätte jetzt nur überlegt, ob wir nicht... dass wir uns mal Stationen oder so anschauen, wie das wird, werden, tut, hier an der Brennholzfarm. Ach so, ja klar, das kann man. Das wäre so der Gedanke. Das können wir gerne machen. Dann würde ich aber gerade tatsächlich mal hier den Messfehler machen. Mhm. Und würde mal gucken, wo ich da rauskomme, dass ich das mal anschließen kann, dann können wir die Stationen da bauen. Also aktuell hätte ich 4 Stationen. Müssen wir mal gucken, ob das so sinnvoll ist. Ja. Wenn man im Sekundentakt da ist, sagst du. Ah, das und Brunnen und Brennholzfarm ist eigentlich das gleiche irgendwie. Ja, da brauchen wir dann nur eine. Also wenn, dann nehmen wir die da oben. Das ist ja noch am Marktplatz. Weil am Brunnen, das ist halt blöd. Wo willst du da noch was bauen? Nee, wird schwierig, eindeutig. Schau mal, was sagt die Map eigentlich? Weil vielleicht können wir das direkt da dann an den Brunnen ziehen. Direkt an den Marktplatz ziehen, sorry. Wenn wir den Brunnen nach was kippen. Warte. Schick dir jetzt den Screenshot, dass du siehst, was ich sehe mit der Map. Screenshot? Ein Screenshot. Export ist PNG, das mach ich jetzt mal. Da muss ich natürlich da mal versuchen. Ich finde, die Mühle ist von der Größenordnung her überhaupt nicht brachial. Lu hat um 21:01 um 20:01 geschrieben, ja, sie schaut dann vorbei. Okay. Naja, ne? Na, Tom, so hast du dir das aber nicht vorgestellt. Gleich vorbei, hat sie geschrieben, gleich. Alter, ja gut, da sehe ich jetzt nicht so viel drauf, aber ja, was willst du mir da sagen? Da links siehst du ja so einen weißen Streifen und oben auch. Ja. Oben rechts. Das ist die, sind die Tunnel, die hell sind. Und ja. Du siehst ja, der biegt sich da um wie so ein L und schlägt dann da ja nochmal in die andere Richtung. Da habe ich eine Kurve reingebaut. Und die Kurve können wir rauskippen und dann von dieser Kurve direkt hierher gestoßen. Und da haben wir nicht da 92 Grad Drehungen, weil wenn ich jetzt das ans bestehende Tunnelsystem anschließe, dann haben wir das Problem, dass wir da eben 92 Grad Drehung mit drin haben. Nö, das muss ja nicht, das tut ja nicht not, ne? Und es ist einfach Schwachsinn, weil dann hängen wir da immer. Und besonders, wenn wir sagen, es gibt keinen Brunnen halt. Ich kann den Tunnel ja da lassen, aber will ich einmal direkt da anschließen. Ja. Weil dann lege ich das mal schnell an. Ja. Natürlich, also, ja. Wo, warte mal, bevor du da runter gehst. Komm mal bitte wieder hoch, weil... Ja. Du musst ja jetzt mal sagen, wo du das überhaupt hinführst, du Lustiger. Ja, genau, ist hier oben der Eingang. Nicht wieder weglaufen. Ich weiß es nicht. Ich komme gerade von unten, weil dann grabe ich nicht den ganzen Boden auf. Ja, aber wir haben ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass du dir das von unten aussuchen kannst, sondern man sollte das ja oben festlegen, oder? Eindeutig, aber ich müsste kurz gucken, wo ich bin. So. Ja, ich sehe dein Name-Tag schon mal. So, runter. Da ist. Da komm mal rein. Blöd. Und dann geht die Station. Wenn du mitkommst mal, kannst du aber kurz reinhüpfen. Boah, springen sie rein. Ja? Habe ich hier mal so ein Treppchen temporär gebaut, aber da können wir dann gucken. Und hier wären wir dann. Hier ist die Station. Da können wir jetzt die Treppe hochbauen, wie wir wollen. Ja gut, ich hätte einfach Wasseraufzug hochgebaut. Oder so. Ja, ich dachte, wir bauen so ein schönes Stationsgebäude da unten. Ja, unten rein können wir das eh bauen, aber statt einer Treppe halt einfach nur... Ja, Wasseraufzug. Und dann bist du unten auf der Plattform und da sind die Läden, weißt du? Und die... Ah, okay. Eigentlich besser, ist cooler, ja. Hast du recht.
Das heißt, wir müssen von hier irgendwo hoch. Sehe ich von da eigentlich dein Namensschild nach oben? Das wäre ja herrlich. Ja. GPS wäre uns halt, ne? Scheiße, wie machen wir das? Na, ich sehe dich von hier oben, aber das Absolut. Ist... Wo ist denn da die Grenze? Warte, was hättest du gern? Soll ich dir mal die Station ablaufen, wo die Röhre später liegt? Ja, wo ist die Röhre? Also jetzt bin ich unten links quasi von dem Stationseingang. Ja. Unten rechts. Unten rechts ist super. Mhm. Und oben rechts? 10 Blöcke nach vorne, ungefähr 15. Richtung Berg. Ja, ich sehe es. Ja, okay, ja gut, so viel Platz brauchen wir nicht, aber hier... Geh mal wieder zu dem Eck hin, wo es war, unten rechts, ja. Ja. Wo sind wir da? Bleib mal gerade da stehen, dann komme ich gerade nochmal hoch. Nee, warte mal. Ich komm mal runter, weil... Ja. Wunderbar. Das passt ja dann ganz gut, oder? Weil da kann man den Aufzug... Also ich weiß es nicht, war ja jetzt noch nicht... Ja, man hat jetzt nicht so viel Spiel, ne? Können wir dann Block nach drüben hier hin? Oder geht das nicht? Doch, das würde gehen. Man kann aber auch den Fahrstuhl einfach nicht zum Gleis machen, sondern in die Längsrichtung. Das würde ja auch gehen. Ja, per se schon eben. Es muss ja zum Gleis muss ja nicht unbedingt eben. Okay, ja, dann passt es doch perfekt, super. Ja. Dann geh ich. Das war scheiße. Party wird wahrscheinlich voll pissed sein, wenn ich sage, das Lager funktioniert immer noch nicht. Das Lager funktioniert, ist aber noch nicht leer gelaufen. Na, okay. Denke ich mal. Nee, weil meine Falltüren sind immer noch nicht im Lager eingelagert. Es sind vorhin Falltüren durchgelaufen. Ich hab's ja gesehen, hab ich ja sogar extra noch gesagt. Die Aufnahme ist mein Zeuge. So, dann schauen wir halt mal, was hier abgeht. In der Hütte. Da wollte ich nicht runter. Ja, weil hier immer noch alles pumpvoll ist und weil der nicht weiter sortiert. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Glaubst du es oder weißt du es? Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Tatsächlich nicht. Okay. So täuscht man sich. Bomb, bomb. Aber dadurch, dass es auch nicht weiter, also weiter fließt, wo stopft er da bitte? Das ist sehr schlecht. Irgendwo. Ja, hier ist auch noch. Okay. Ja. Tunnelchen werden mal gegraben vorerst. Verglase ich das einmal. Gerne. Und dann komme ich dir da gerade mal entgegen. Mal eben, dann kommt ja dann auch sowas rein, wie sie am Bescheid schicken, oder? Ja, genau. Hat man ja so gesagt. Genau. Baugenehmigung schon bekommen. Ja, jetzt bist du aber sehr optimistisch, ne? Ja, keine Angst, habe ich mir gerade eben auch schon wieder selber gefälscht, deswegen. Hier so nicht raus. Ich weiß, dass das blöd ist. Nein. Nein, nein. Ey. Was denn jetzt? Ich glaube, mein Siampi wird verrückt. Ah, hallo Blaser. Oh, möchtest du mir helfen, Blaser? Nein. Ich wollte nur mal gucken, was da abgeht.
große Frage ist. Bis hier? Dann hier? Uah. Aber wo gehen die denn dann hin? Das ist die Frage. Also hier. Das auch alles voll. Das verstehe ich nicht. Wo staut's da bitte so doll? Nein, so einen richtigen. Aha. Ja, ne? Also. Jetzt weiß ich, warum das hier nicht geht. Hier fehlt ein Noteblock. Warum auch immer. Cool. Und da bleibt jetzt alles stehen. Das ist irgendwo logisch. Ja, aber warum fehlt da ein Noteblock? Wird irgendjemand versehentlich abgebaut haben und nicht mitbekommen haben. Ja. Das ist anzunehmen. Ich brauche eigentlich nur einen, danke. Ja. Schön, dass man da die ganze Runde erst abgehen muss. Deine Konstruktion. Ja gut, ich meine, wie willst du es auch anders? Das zeigst du mir, Blatzmann. Mit einem Wasserkreislauf. Ja, jetzt muss ich da nur noch was draufsetzen, weil sonst haben wir hier das Gehämmer. Shit. So. Jetzt nicht mehr. Und jetzt müsste es auch. Mein Gott, es müsste fließen. Ja, tut es. Okay. Leerlaufen lassen. Jetzt richtig leerlaufen lassen. Mann, Mann, Mann.